Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, waj'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Geehrte Geschwister im Islam, die schönste Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala an seine edlen Diener ist, dass er sie mit dem Islam versorgt hat. Ein jeden, den Allah subhanahu wa ta'ala liebt, so gibt er ihm den Iman, die Religion des Islam. Wie der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in einer authentischen Überlieferung bei Imam Ahmad sagte, Inna Allah yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah gibt die Dunya sowohl denjenigen, den er liebt, als auch denjenigen, den er nicht liebt. Denjenigen, den er liebt und denjenigen, den er nicht liebt. وَمَا يُعْتِ الدِّينِ وَفِي رِوَايَةٍ الْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Aber Allah gibt die Religion, das heißt die Religion des Islam, Allahumma thabbitna ala din al-haq, oder den Iman, den wahren Glauben, lediglich denjenigen, den er liebt. Beneide nicht Leute um ihre Dunya. Das ist kein Zeichen dafür, dass Allah sie liebt. Sondern wenn du den wahrhaftigen Iman bekommen hast, mit dem du lebst und mit dem du stirbst, Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna, so wirst du einer der Geehrten sein in der Dunya und in der Akhira. Daher schau nicht auf die Dunya. Es gibt Leute, sie besitzen alles. Aber der Kuffer ist in ihrem Herzen der Unglaube. Sie besitzen alles, aber die Heuchelei ist in ihrem Herzen. Sie besitzen alles und sie haben keine Liebe gegenüber Allah und seinem Gesandten. Was nützt dir die gesamte Welt und was in ihr ist, wenn Allah dich hasst, subhanahu wa ta'ala. Wir wollen heute, liebe Geschwister, über die größte Gnade sprechen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns die Möglichkeit gegeben hat, nicht nur ihn zu erkennen, sondern dass wir ihn als die reine Wahrheit betrachten. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Dies ist deswegen, weil Allah die Wahrheit ist, die einzige Wahrheit. Und dass das, was sie außer ihm anbeten, die Götzendiener, die Abgeirrten, dass das, was sie außer Allah anbeten, das Falsche ist. Und Allah ist doch wahrlich der Hohe, der Große, subhanahu wa ta'ala. Ein jeder Diener soll verstehen, dass wenn du dieses erkannt hast, dass Allah die einzige Wahrheit ist und dass jeder an Allah glaubt, und du wirst dich vielleicht wundern, wenn ich dir sogar sage, die Atheisten glauben an Allah. Nur sind sie zu hochmütig, dieses zuzugeben. Aber Allah prüft sie in ihrem Leben mit Situationen, wo herauskommt, dass sie an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Die Mushrikun, die Götzendiener, die Allah eingetauscht haben mit 360 Götzen, sie glauben an Allah, auch wenn sie ihre Götzen angebetet haben, so wussten sie, Allah ist der Wahre und nichts anderes. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi sagte, und sie hat Schwäche in der Überliefererkette, aber wir haben eine Aya, die dieses bestätigt, liebe Geschwister. So sagt Imran ibn Hussein radiyallahu anhu wa adda. Er sagte, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li abi. Eines Tages, berichtet Imran, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu meinem Vater Hussein. Hussein war der Vater von Imran. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, Ja Hussein, kam ilahan ta'budul yom. Wie viele Götter hast du, die du anbetest? Wie viele Götter hast du, die du anbetest? Er sagte, qala sab'a. Ich bete sieben Götter an. Wahidan fis sama' wa sittan fil ard. Einen, der über dem Himmel ist, und sechs, die auf der Erde sind, bedeutet seine Götze. Schaut die explizite Frage von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er sagte zu ihnen, فَأَيُّهُمْ تُعِدُّ لِرَهْبَتِكْ وَرَغْبَتِكْ.
Wen betest du aber da tatsächlich an in einem Notfall, wo deine volle Hoffnung ist und wo deine volle Furcht ist? Wen betest du tatsächlich in diesem Moment an? Er sagte, Alladhi fis sama, den, der über den Himmel ist. Allahu Akbar. Weil dieses ist bestätigt, dass ihre gesamten Götter, die sie angebetet haben, nichts anderes als die Falschheit ist. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Und deswegen, weil Allah die Wahrheit ist und dass das, was sie außer Allah anbeten, das falsch ist. Ich sagte, die Überlieferung enthält Schwäche. Aber höre diese Ayah. Allah Azza wa Jal sagt, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهِ. Und wenn euch Unheil auf dem Meer erfährt, sagt Allah zu den Mushrikun, zu den Götzendienern, wenn Unheil passiert auf dem Meer, ihr seid mit euren Schiffen unterwegs und es kommt ein gewaltiger Sturm, ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهِ. Auf einmal verschwinden alle eure Götter, auch wenn sie 360 sind. Sie alle verschwinden und ihr tauscht sie ein mit dem wahren Gott Allah Azza wa Jal. ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر. Und wenn Allah Azza wa Jal euch dann wieder aufs Festland errettet, أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Dann wendet ihr euch ab von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und der Mensch ist doch wahrlich undankbar. Schaut, Subhanallah. Diese Leute, wie Allah Azza wa Jal in einer anderen Ayah berichtet, sie sagten, die Götzendiener, als sie auf dem Meer waren und Unheil sie erfahren hat und die Wellen über sie gekommen sind, meterhohe Wellen, 10, 20 Meter, und sie wussten, niemand kann ihnen helfen zu diesem Zeitpunkt. Was sagten sie? Sie sagten, لَإِنْ أَنْجَانَ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns aus dieser Situation errettet, und wir wissen, niemand kann uns erretten außer Allah, dann werden wir wahrlich dankbare Diener sein. Wir werden dann nur noch Allah anbeten. Allah sagt, قُلِ اللَّهِ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. Allah wird euch retten vor dieser Situation, weil in dem Moment, wo ihr ihn gebeten habt, habt ihr ihn einzig und alleine gebeten. Obwohl ihr Götzendiener seid, keine Muslime seid, zu dem Zeitpunkt, als ihr gemerkt habt, diese meterhohen Wellen werden euch überrollen und ihr werdet jetzt in den Tod stürzen, so habt ihr gewusst, dass niemand euer wahrer Herr ist außer Allah. Im Übrigen auch im Flugzeug. Wir sehen das. Wenn das Flugzeug dabei ist, abzustürzen, dann siehst du einen Atheisten und Rare-Atheisten, Rare-Muslim. Du siehst alle, dass sie nur sagen, oh mein Gott. Sie kennen die Wahrheit. Bei Allah, sie kennen die Wahrheit. Warum fällt ihnen zu diesem Zeitpunkt nur Allah ein? Antwort: weil er der wahre Gott ist. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Dieses deswegen, weil Allah die Wahrheit ist. Was sagt Allah Azza wa Jal? Und wenn er euch von dieser Situation erlöst und von allen euren anderen Plagen, die ihr habt, so werdet ihr zurückkehren aufs Festland und ihr werdet wieder Schirk machen. A'udhu Billah, schaut euch diese Herzen an. Sie wussten, wenn die Meter hohen Wellen kommen, dann gibt es keine andere Gottheit für sie, die wahrhaftig ist, außer Allah Azza wa Jal. So haben sie Allah einzig und alleine gebeten. Niemanden haben sie mit Allah Azza wa Jal gebeten, subhanahu wa ta'ala. Als er ihnen dann verholfen hat, zum Festland wieder zurückzukehren, und Allah hilft denjenigen, der ihn einzig und alleine bittet, und das sind Mushrikun gewesen, so kamen sie zurück zum Festland und dann haben sie getan, als ob ihre Götzen die wahren Götter wären und haben wieder ihre Götzen angebetet. Thumma antum tushrikun. Danach seid ihr es wieder diejenigen, die Allah Götter zur Seite stellen. Wallahi, ich staune bei dieser Ayah.
wenn ich sie immer studiert habe, dann habe ich mir gesagt, Subhanallah, Allah wusste doch, dass sie zurückkehren werden. Allah wusste doch, dass sie zum Kufr zurückkehren werden. Warum hilft ihnen Allah? Weil er es liebt, wenn du ihn einzig und alleine dienst. Und wenn die Mushrikun, von denen Allah wusste, über die Allah Bescheid wusste, bestens Bescheid wusste, dass sie ihn nur in diesem Moment brauchen und in diesem Moment einzig und alleine dienen, so hat er ihnen verholfen, zum Festland zurückzukehren. Und sie haben wieder den Weg Richtung Kufr eingeschlagen. So sage ich dir, o Diener Allahs, Alhamdulillah, du bist kein Mushrik. Du bist kein Mushrik, du bist kein Götzendiener. Du bist einer, der nur Allah Azza wa Jal Subhana anbetet. Wenn Allah den anderen geholfen hat, als sie ihn einzig und alleine gebeten haben, warum soll er dir nicht helfen? Und neben ihm begehst du kein Schirk. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, ihr kennt alle die übelste, allerübelsten Kreaturen. Sein Name war Abu Jahl, der Vater der Unwissenheit. So wurde er genannt. Das war ein übler Mensch. Eine Person, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam all die Jahre auf heftigste Art und Weise bekämpft hat. Und im Stamm hat er sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen. Abu Jahl war eine Person, der den Islam tagtäglich bekämpft hat. Und er war mit einer derjenigen, die geplant hatten, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten. Dieser hatte einen Sohn, sein Name war Ikrimah ibn Abi Jahl. Dieser hat alles geerbt von seinem Vater an Kufr, was man nur erben konnte. Und eines Tages ging Ikrimah, der Sohn, aufs Festland. Er flüchtete vor den Muslimen, weil einer der Namen, die auf der Todesliste von den Muslimen standen, war der Name von Ikrimah ibn Abi Jahl. Er flüchtete. Und es heißt in der Überlieferung von Sa'd ibn Abi Waqqas, und diese Überlieferung ist bei An-Nasa'i und Sheikh al-Albani rahimullah hat sie als authentisch klassifiziert, sagte Sa'd ibn Abi Waqqas, lamma kana yawmul fath, als der Tag der Befreiung von Mekka war, farra Ikrimatu ibn Abi Jahl. Dann flüchtete Ikrimah ibn Abi Jahl aus Mekka heraus. Farakib al-Bahr. Dann hat er das Meer bestiegen auf dem Schiff. Fa'asabathum Asif. Dann kam ein gewaltiger Sturm über diese Leute. Dann sagten die Leute des Schiffes, sie sagten, Achlisu, fa'inna alihatakum la tughni ankum shay'a. Heute sollt ihr nur Allah einzig und alleine anbeten, denn eure gesamten Götter werden euch nichts nützen an diesem Tag, wo das Unheil über uns einbricht. Heute sollt ihr nur Allah einzig und alleine anbeten, sollt ihr Allah einzig und alleine anbeten, denn niemand kann uns von diesem Unheil bewahren außer Allah. Als Ikrimah das gehört hat von diesen Götzendienern, sie waren Götzendiener, sagte er, لَإِنْ لَمْ يُنَجِّنِي فِي الْبَحْرِ إِلَّا الْإِخْلَاسِ لَا يُنَجِّنِي فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ. Wenn mich auf dem Meer, und die Situation ist sehr gefährlich auf dem Meer, und man kann nicht viel tun, wenn mich auf dem Meer nur der Ikhlas, die wahre, einzige, aufrichtige Anbetung zu Allah retten kann, dann wird mich auf dem Festland, er hat begriffen, Fahima Ikrama, dann wird mich auf dem Festland auch nichts anderes erretten, außer der Ikhlas, die Aufrichtigkeit gegenüber Allah Azza wa Jal. So sagte er, Allahumma in anta afaitani min hadhihi sa'adhhabanna ila Muhammad wa adha yadi fi yadihi
فَجَاءَ فَأَسْلَمَ. Er sagte, O Allah, wenn du mich heute an diesem Tag errettest, wo der Tod schon sich mir genährt hat, so werde ich zurückkehren zum Festland, zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gehen, ihn aufsuchen und ihn den Treueeid schwören, den Islam annehmen. So hat Allah ihn errettet. Und Ikrima ibn Abi Jahl, der Sohn von dem Shaytan Abu Jahl, er ist zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat den Islam angenommen. Wo sind die Götzendiener mit ihren Götzen? Wer hilft uns außer Allah? Ein jeder merkt das. Wenn er im Zustand der Not ist, vor allen Dingen der Not, weil der Mensch, er ist ungerecht, وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, und wahrlich, der Mensch ist undankbar. Wenn der Mensch merkt, dass er eine Notlage, eine Situation hat, wo er sehr schwer krank ist, wen bittet er? Nur Allah. Und das ist von Allah eine Gnade, denn Allah möchte dir hier zeigen, er ist dein einziger Herr. Du hast die Hujja bekommen, der Beweis ist gegen dich erbracht worden. Du hast keine Ausrede mehr vor Allah, Yawmul Qiyamah. Allah hat dich das spüren lassen, dass er dein einziger Gott ist, Subhanahu wa ta'ala. Wenn man krank ist oder dabei ist, im Flugzeug abzustürzen oder sich auf dem Meer befindet und meterhohe Wellen einen überrollen, so weiß ein jeder, dass er keinen anderen Gott, keinen anderen Ilah besitzt, außer Allah Azza wa Jal. Und ich möchte dir die frohe Botschaft überbringen als Muslim. Und der Islam ist das Schönste, was Allah Azza wa Jal uns gegeben hat. Dass wir immer die Wahrhaftigkeit Allahs Azza wa Jal erkennen sollen. Und dass wir wissen, niemand kann uns helfen außer Allah. Ein Muslim weiß, dass wer auch immer da ist, um dir zu helfen, er kann dir nicht helfen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das nicht erlaubt. Wer dieses erkennt, so wird er sein Herz an Allah azza wa jal binden. Und nur an Allah. An niemand anderen wird er sein Herz binden. Wir haben leider viele Muslime, die unwissend sind. Wenn sie krank sind, dann suchen sie nach Ärzten, wo sie denken, sie können ihnen helfen, die Ärzte. Kein Arzt kann dir helfen. Es ist nur Allah, der dir helfen kann. Der Arzt ist ein Mittel. Und noch schlimmer hören wir von unseren Geschwistern, möge Allah sie und uns recht leiten. Sie sagen, wäre der Arzt nicht, wäre ich gestorben. Allahu Akbar. Hat der Arzt dir geholfen? Oder Allah? Ash-Shafi huwa Allah. Der Heiler ist einzig und alleine nur Allah. Du hörst heute einen, der sagt dir, dieses Medikament hat mir das Leben gerettet. Was kann dieses Medikament tun, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dieses Medikament nicht wirken lässt? Was kann dieses Medikament tun, frage ich euch, liebe Geschwister. In einer Überlieferung bei Abu Dawud, und sie ist authentisch, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Dawu mardakum bis Sadaqa, heilt eure Kranken durch die Sadaqa. Keine Tablette, keine Spritze, keine Betäubung, durch die Sadaqa. Und tatsächlich haben Leute, Gläubige, bezeugt bei Allah azza wa jal, sie haben Krebs gehabt, und sie haben eine Sadaqa gegeben im Namen Allahs Azza wa Jal. Daraufhin hat Allah sie geheilt. Der Arzt hat sich gewundert. Er sagte, in welchem Krankenhaus warst du zwischenzeitlich? Er sagte, in keinem Krankenhaus. Der Arzt ist verrückter geworden, als er schon vorher gewesen ist. Allah ist dein Schafi, niemand anderes. Bitte dein Herz an Allah. Und wenn du in Not bist, rufe nur Allah. Und wisse, Allah kann dir helfen, subhanahu wa ta'ala. Wa kam min fi'atin qalila, ghalabat fi'atan kathira bi'idhnillah, wallahu ma'as sabirin. Und wie viele kleine Armeen haben schon große Armeen besiegt. Und Allah ist doch wahrlich mit den Geduldigen. In der Schlacht von Mu'tah, liebe Geschwister, das liegt im heutigen Jordanien, haben damals 3000 Muslime gegen, nach einer Überlieferung der Gelehrten, 100.000 Muschrikin gekämpft, in einer anderen Überlieferung 200.000. Wir lassen sie 100.000.
3000 Muslime kämpfen gegen 100.000 Mushriki. Und sie haben sie vernichtet. Warum? Es sind nicht die Schwerter. Es ist nicht die Rüstung. Es ist nicht deine Kampfkunst. Das spielt eine Rolle, ohne Zweifel. Aber der dir zum Sieg verhilft, ist Allah. Der dein Iman aufrecht erhält, ist Allah. Der dich heilt, ist Allah. Der dir gibt, auch wenn dein Vater dir gibt, oder dein Onkel, oder dein Opa, Allah hat dir gegeben. Der dir gibt, ist Allah. Verstehe das, verinnerliche das, tätowiere das in deinem Herzen herein und wisse, Allah ist der einzige Subhanahu wa Ta'ala, den du brauchst. Wallahi, du brauchst niemanden außer Allah Azza wa Jal. Wenn du das verstanden hast, wirst du das schönste Leben leben, weil du dich nicht mehr auf andere verlässt, sondern du verlässt dich einzig und alleine nur auf Allah. Er ist der wahre Gott. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Dieses deswegen, weil Allah die Wahrheit ist und dass das, was sie außer Allah, das Falsche ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen nur mit Allah subhanahu wa ta'ala binden. Möge Allah azza wa jalla uns nicht vom Weg der Rechtleitung abirren lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Kraft und Macht bei niemand anderen suchen lassen, außer bei Allah. Wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum.